Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht die Frau Berichterstatterin das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Damit gelangen wir jetzt zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 20, Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz geändert wird, samt Titel und Eingang in 1686 der Beilagen. Ich ersuche jede Damen und Herren, die sich für diesen Gesetzentwurf aussprechen, um ein Zeichen. Das ist die Mehrheit. Damit gelangen wir gleich zur dritten Lesung. Wer stimmt in dritter Lesung dem Gesetzentwurf zu? Das ist die Mehrheit, und ich stelle ausdrücklich fest, dass das auch in dritter Lesung mit Mehrheit erfolgt ist. Abstimmung Tagesordnungspunkt 21, Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1687 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Wer ist für die Kenntnisnahme? Das ist mit Mehrheit so zur Kenntnis genommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 22, Entwurf betreffend Arbeitnehmerinnenschutz, Deregulierungsgesetz am Titel und Eingang in 1689 der Beilagen. Wer spricht sich für diesen Gesetzentwurf aus? Das ist die Mehrheit. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Wer in dritter Lesung seine Zustimmung gibt, den bitte ich um ein Zeichen. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 23, Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1690 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Wer ist für diese Kenntnisnahme? Das ist mit Mehrheit so zur Kenntnis genommen. Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 24, Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Insolvenzentgeltsicherungsgesetz geändert wird, am Titel und Eingang in 1691 der Beilagen. Wer spricht sich für diesen Gesetzentwurf aus? Dann bitte ich um ein Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Wer auch in dritter Lesung dem Gesetzentwurf die Zustimmung gibt, den bitte ich um ein Zeichen. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung einstimmig angenommen. Schließlich gelangen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 25, Antrag des Ausschusses für Arbeit und Soziales, seinen Bericht 1692 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Wer für die Kenntnisnahme dieses Berichtes stimmt, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen.